Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei mir im Podcast. Heute habe ich wie immer, ich habe immer tolle Gäste, aber heute habe ich wieder so einen ganz besonders tollen Gast, und zwar ist es die liebe Annika Schwertfeger. Annika ist eine liebe Kollegin von mir und sie war auch schon mal in einer Podcast-Episode hier. Ja, und es gibt einen ganz speziellen Grund, warum ich Annika eingeladen habe, denn Annika hat ein Buch geschrieben, ein sehr tolles Buch, wo es sich natürlich ums Aufräumen dreht. Ja, erstmal herzlich willkommen, Annika. Hallo, liebe Daniela. Ich freue mich voll. Ich habe mich schon nach dem letzten Mal schon gefreut, wenn ich irgendwann noch mal dabei sein darf, falls ich dabei sein darf. Ich habe mich gefreut, dass du mich noch mal gefragt hast. Das ist toll. Ja, natürlich. Das ist natürlich, flattern die E-Mails nebenbei rein. Kann ich überhaupt nicht leiden, wenn ich selber Podcast höre, aber jetzt ist mir auch passiert. Genau. Ja, das ist, es war mir ein Bedürfnis, denn ich habe dein Buch hier vor mir zu liegen und habe es auch gelesen und kenne dich ja nun mittlerweile über die Jahre auch, habe dich ein bisschen kennengelernt, auch wenn in diesem ganzen Lockdown-Wahnsinn viel auch im Online-Bereich. Aber dennoch haben wir ja so einige Telefonate auch schon geführt und haben auch eine Schnittstelle, eine ganz große, und zwar ist das die Psychologie. Ja, die Psyche, die immer hinter allem steckt. Du bist ja Wirtschaftspsychologin und ich bin psychologische Beraterin. Und da haben wir schon die eine oder andere Schnittstelle. Und ich denke, dass wir da auch ganz ähnlich ticken, wie wir mit unseren Klientinnen arbeiten. Und ja, das ist mir deshalb ein großes Bedürfnis gewesen, dich hier nochmal zu deinem Buch zu befragen. Was, wie ich auch wirklich finde, ganz, ganz sehr gelungen ist. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Und ich will jetzt auch mal hier all deinen HörerInnen sagen, dass du auch schon oft psychologische Beraterin und Coach für mich warst. Also ich habe Daniela schon auf jeden Fall mindestens einmal heulend angerufen, sage ich hier ganz offen und ehrlich, und habe gesagt, oh, ich weiß gerade gar nicht, ich brauche deine Hilfe. Und das ist eben das, was wir gemeinsam haben, dass wir in diesem Aufräumen auch die Ebene finden des inneren Aufräumens und des Gedanken aufräumen, Gefühle aufräumen. Und da habe ich dich ja auch oft schon als Stütze gehabt. Und, oh, das ist so lieb. Dankeschön, ja. Ja, das ist toll. Aber es war immer toll, mit dir in Kontakt zu sein. Und was ich, jetzt müssen wir nochmal weitergehen mit dem Honig. Mir ist kein Honig mehr. Mit den lieben Worten. Wollen wir es mal so dabei lassen? Jo. Den lieben Worten. Was ich sehr, sehr, sehr wirklich an dir schätze, dass du so ehrlich und authentisch bist. Also ich kenne dich ja nun auch im Privaten und höre dich auf Social Media, und du bist so, wie du bist. Und das ist, und ich glaube, die Leute spüren das auch. Und das ist manchmal schon fast, weil man so denkt, boah, hat sie das jetzt wirklich gesagt, dass sie das jetzt einfach so raushaut? Das frage ich mich gerade, ne? Aber auch oft. Dass du sagst, ganz ehrlich, ich habe sie weinend schon angerufen und so. Naja, natürlich, wir haben alle schon weinend irgendjemand angerufen, aber man versucht immer so ein bisschen, ja, so irgendwie so ein Bild aufrechtzuerhalten. Aber das machst du mit einem Charme und einer Authentizität. Das ist wirklich, ich glaube, das ist ein großes Geschenk, und das spüren die Leute eben einfach auch. Und deshalb fahren die auf dich ab und lesen deine Bücher und hören dir zu auf Instagram und so weiter. Das ist ja wie bei dir und deinem Podcast. Und ich glaube, das ist auch was wir beide für uns gefunden haben. Also dass man denkt ja immer, wenn man an Ordnung denkt oder diese Ordnungswelt, dass es irgendwie um eine Art von Perfektheit geht und dass man das dann auch nach außen zeigt. So, ich bin ganz ordentlich oder alles ist bei mir in Ordnung und geordnet. Und dann irgendwann sind wir beide und du ja auch so an diesen Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, darum geht's ja gar nicht. Also das ist für uns zumindest nicht die Essenz von dem, was wir tun. Und es ist so schön, das so von sich abzustreifen und zu sagen, hey, es geht ja gar nicht darum, was man nach außen zeigt oder ein bestimmtes Bild, sondern dass ich eigentlich genau das nach außen lebe, wie ich bin. Und das ist ja das, was ich im Prinzip auch in dem Buch so ein bisschen versucht habe. Ich habe so am Anfang ja geschrieben, die Aufräumreise zu dir selbst. Und ich glaube, das hat für uns beide ja auch dieses Aussortieren und Loslassen irgendwie gemacht, dass wir eigentlich noch mehr zu uns selbst gefunden haben und uns auch trauen, wir selbst zu sein und das auch nach außen zu zeigen. Und das ist so für mich eigentlich das größte Geschenk, was ich durch diese ganze Aufräumreise gewonnen habe.
dass ich mich mehr mit mir fühle und bei mir und mich okay finde, wie ich bin. Absolut. Mit allen, sag ich mal, weinenden Anrufen und Panikattacken oder was weiß ich. Und eben aber auch allen starken Zeiten, also dass man sich selbst so annimmt. Ne? Und das habe ich eben auch mit dem Buch so ein bisschen versucht. Also dass es so weggeht vom, hier, so faltest du Socken, weil das haben schon viele gemacht und da würde ich mich auch niemals einreihen in diese, weiß ich nicht, Marie Kondo-Ikone und da irgendwie eine neue Falttechnik aufzeigen, sondern ich habe gedacht, ja, was ist denn mein Ansatz? Und dann versucht so ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen. Ja, natürlich. Ich meine, als du dich dazu entschlossen hast, auch Wirtschaftspsychologie zu studieren, war ja auch klar, dass da ein gewisses Interesse für da ist und ich glaube, dass das auch super zusammenpasst, mit dieser ganzen Aufräumerei, weil das ist es ja am Ende. Am Ende geht's ja, das ist ja nur das Produkt, am Ende die Socken schön zusammenzufalten. Aber davor passieren ja noch tausend andere Dinge. Prozesse laufen ab. Viele Entscheidungen müssen getroffen werden. Motivation muss gefunden werden und so weiter. Und das ist ja alles Psychologie und das findet man in der Psychologie. Und wenn man das benennen kann, weil man es mal, also wenn man einfach das Handwerkszeug dazu hat, dann finde ich auch das total berechtigt, dass du ein Buch, das eher in diese Richtung geht, schreibst, als jetzt irgendwie, wie falte ich irgendwas besonders schön. Wenn es auch schön aussieht, aber für mich ist es auch nicht, wie du schon gesagt hast, auch nicht der, ja, die Nummer eins bei dieser ganzen Aufräumerei. Das ist eher etwas zum Teil, was mich sehr stört, gerade in dieser schönen Instagram-Welt, wenn da immer sowas ist ja nicht mal vorgelebt, sondern vorgetäuscht zum Teil, glaube ich, eher wird, wie etwas zu sein hat. Und das ist natürlich auch total realitätsfremd. Und dann kommen Leute in so einen Strudel von Selbstzweifeln und so weiter. Das ist, glaube ich, gar nicht so nützlich. Und dafür sind wir da, dass wir das ein bisschen aufräumen, dass diese Gedanken aufräumen, dass es gar nicht irgendwie so, ja, so aussehen muss wie auf Instagram oder in schöner Wohnen, auch wenn es schön aussieht, unbestritten. Ja. Und nichts muss, alles kann. Jeder findet seinen eigenen, das ist ganz Stil wichtig, ja, und seine eigene Ordnung und sein eigenes. Also ich mag auch solche Tipps nicht. Du darfst nur das behalten oder nur diese zehn Dinge solltest du nicht haben oder so. Ich mag das nicht so gern, weil ich mir denke, aber darum geht es für mich zumindest nicht, sondern es geht ja darum, dich darin zu bestärken, erstmal in diese Entscheidungsmacht zu kommen, was du überhaupt willst. Und dann die Entscheidung zu treffen und es durchzuziehen. Und da kann man gar nicht so viele, auch finde ich, immer so Ratschläge vorgeben. Deswegen ist bei mir auch dieser ganze Ordnungspart im Buch, also wo es so Tipps gibt, relativ, also nicht schmal gehalten, aber die sind jetzt nicht so tiefgehend und ausgiebig wie die Geschichten drumherum. Ja. Das war mir irgendwo auch wichtig. Du kannst ja mal ein bisschen erzählen, wie ist denn dein Buch aufgebaut? Also ich habe es ja gesehen und ich finde es ganz toll strukturiert, ehrlich gesagt. Erzähl mal, was du dir dabei gedacht hast, als du Räum dich glücklich geschrieben hast. Und ja, erzähl einfach mal ein bisschen. Für mich war es so, ich habe durch die Menschen, die ich kennenlernen durfte im Job, gemerkt, dass einfach jeder Bereich in der Wohnung, also es muss gar nicht unbedingt ein Raum sein, sondern es kann auch ein Bereich sein, eine bestimmte Bedeutung im Außen hat, als auch im Innen. Also ich habe dann immer so gesagt, ja, du hast hier deine äußere Wohnung und aber auch eine innere Wohnung. Und das, was du in deiner äußeren Wohnung tust, das gibt dir auch Aufschlüsse über das, was in deiner inneren Wohnung da passiert. Und dann ist mir das irgendwann so aufgefallen, dass ich da ganz viele Dinge immer wieder geähnelt haben, also das Thema hinter zum Beispiel dem Flur oder hinter einer Küche ist immer sehr ähnlich gewesen. Dann habe ich gedacht, eigentlich ist das ein ganz spannendes Konzept und habe mich dann dafür entschieden, im Buch eben jeden Wohnraum oder Bereich, ja, also man kann ja auch in einer Einzimmerwohnung die verschiedenen Räume als Bereiche haben, und habe die eben vorgestellt, jeweils als Kapitel und dahinter immer, worum es da geht. Also als Beispiel zum Beispiel Wohnzimmer ist so der Raum für Familie und Freunde. Arbeitszimmer, Beruf und Finanzen. Die Küche, Ernährung und Gesundheit. Oder das sowas wie das Bad mit dem Spiegel und mit dem, was wir dort tun, ist halt Selbstliebe, Selbstpflege. Und das habe ich eben immer versucht zu verknüpfen.
Das Ganze ist dann eine kleine räumlich glücklich oder eigentlich eine große räumlich glücklich Reise, die man durchlaufen kann. Und die hat eben immer verschiedene Steps. Also es geht erstmal darum, dass man so eine Bestandsaufnahme macht und sich überlegt, ja, was will ich eigentlich überhaupt erreichen? Also sowohl im Außen als auch im Innen. Und dann sich überlegt, okay, wie setze ich das um? Dann macht man im nächsten Schritt das Außen, also dass man wirklich erstmal im Außen anfängt mit diesen praktischeren Dingen und sagt zum Beispiel, okay, jetzt widme ich mich dem Bereich der Küche, werde dort jetzt ausmisten und sortieren und den so gestalten, wie ich es mir eigentlich wünsche. Und über dann eine Reflexion, die im vierten Schritt stattfindet, kommt man eigentlich auch zum Inneren. Und dann habe ich für jeden Bereich eben auch noch extra Übungen im letzten Schritt, wo man im Inneren so ein, ja, eine Inspiration bekommt, wie man da eben auch aufräumen kann oder aufräumen könnte. Und habe eben natürlich nicht alles abdecken können. Also das ist jetzt nicht jeder Tipp zu jedem inneren Thema, ganz klar. Aber einfach Beispiele und ganz viele Reflexionsfragen. Also im Endeffekt ist das Buch eigentlich nicht nur ein Buch, was man nur liest, sondern mit dem man auch tatsächlich, ich mag das Wort arbeiten nicht so gerne, das hört sich so schwer an, sondern mit dem man eben zusammen das Ganze, die Reise durchläuft, mit dem Buch zusammen. Und das Reiseführer. Ein Reiseführer, ja genau. Und kann dann eben eigene Sachen dort auch eintragen. Und ich habe eben gemerkt, guck mal, die meisten, die ein Buch lesen, das kenne ich auch von mir selbst, da ist man super motiviert und sagt, boah, das ist ja ein tolles Konzept, super cool, richtig Bock, voll motiviert. Und dann legt man das irgendwie so ins Bücherregal. Und so nach einer Woche hat man es halt wieder vergessen oder hat vielleicht mal angefangen, aber nie weitergemacht. Und mir war das eben wichtig, dass wenn jemand das macht, dass man durch diese Reflexion und durch dieses Journaling, was ja auch Teil vom Buch ist, wirklich ins Tun kommt. Und dass man eben die Chance vergrößert, dass man auch wirklich diese Reise macht und weiter dran bleibt und auch motiviert bleibt. Das ist eher so ein Reisetagebuch dann, ne? Reise-Travel-Journal oder wie man es auch immer nennen mag, ne? Das ist wirklich so ein Begleiter in dieser Phase, wo man gerne aufräumt und dann auch vielleicht immer wieder mal rausholt, wenn man denkt, oh, jetzt stecke ich hier gerade fest, weiß nicht, wo Weg links oder rechts, welchen Weg soll ich nehmen auf meiner Reise? Und dann kann ich nochmal reflektieren, weil das Reflektieren, das kommt ja häufig auch sehr, sehr zu kurz in unserem Alltag, weil wir so gefangen sind in diesem ganzen, ja, To-Do-Listen und so. Da kommt man ja häufig gar nicht dazu. Und deshalb finde ich das immer, das kann ich mir auch auf die eigene Fahne schreiben, auf den eigenen Reiseweg, dass ich mehr Zeit für mich selbst nehmen kann und muss. Und sonst kommt man auch nicht vorwärts, finde ich, wenn man nicht auch nochmal zurückguckt, ne, ob es am Tag ist. Das machen wir ja auch. Also ich finde, wir als Coaches, manche fragen ja auch, das wurde ich letztens in dieser einen Sendung gefragt, ein bisschen eine freche Frage, aber okay, fand ich trotzdem gut. Sie hat gefragt, wozu braucht man jetzt noch einen Aufräumcoach? Also so, ne? Mhm. Und dann habe ich auch gedacht, ja, eben genau für den Punkt. Also zum einen klar, um erstmal reinzukommen für die Planung, ne, damit es leichter ist. Man darf sich ja leicht machen. Aber eben auch genau dieser Punkt Reflexion. Also das wird mir immer wieder gespiegelt. Wow, die Fragen, die du jetzt gerade hierbei stellst, die hätte ich mir nie gestellt. Und jetzt habe ich so viel gerade über mich gelernt. Und diese Aha-Momente, die wir durch die richtigen Fragen schaffen, das ist ja auch das, was Coaching ausmacht. Absolut. Und deswegen würde ich sagen, ist vielleicht das Buch ja auch wie ein kleiner Coach als Buchform. Ja. Und was ich auch versucht habe, was mir immer in Büchern aufgefallen ist, wenn ich ein Buch lese und da steht, mach mal das und das und das ist gut, dass mich das nicht wirklich berührt hat und ich mich da auch nicht immer so selbst wiedererkannt habe. Aber wenn ich von Geschichten lese, von Menschen, das kennst du ja vielleicht auch von Filmen, wenn man einen Film sieht, da steht dann da, based on a true story oder so. Und dann ist man direkt so, ach, das ist mal jemandem passiert, und Mensch, ist man viel mehr involviert. Ja, natürlich. Und dann habe ich mich halt dafür entschieden, wirklich so ein paar ausgewählte Menschen eben für diese Bereiche, für jedes Kapitel zu nehmen und im Buch vorzustellen und ihre Geschichte dort zu zeigen. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, das, was auch, wo ich hoffe, die Leute so ein bisschen motiviert, weil man sich vielleicht manchmal selber wiederentdeckt und denkt, ah, das ist ja bei mir auch. Oder ich kenne jemanden, der ist auch so.
und habe eben gehofft, dass das auch ein bisschen mehr Schwung reinbringt, weißt du, als so ein typischer GU-Ratgeber, weißt du, wo, stimmt, wo ja, da steht hier Zutat X und Y, Diät, weiß ich nicht, der Darm oder was es da noch alles gibt. Also natürlich ja, auch viele ja, coole Bücher, ja, ja, aber das ist eben noch ein bisschen auch Unterhaltung auch eben was, ne? Und ein bisschen ja, so dieses durchs Schlüsselloch gucken und überlegen, ah, okay, jetzt spannend. Also ich bin gespannt, so, wer erwartet mich denn, keine Ahnung, beim Arbeitszimmer oder beim Badezimmer? Was sind das für Menschen? Sind ja auch Männer dabei, nicht nur Frauen. Ja, sehr ja, gut. Auf jeden Fall. Es ist wirklich, deswegen, ich meine es auch wirklich sehr ernst, dass ich sage, es ist wunderbar aufgebaut. Das heißt ja immer so schön, Menschen sind ja narrative Wesen. Ja? Wir lieben Geschichten und das merke ich auch sofort, wenn ich höre ja auch viel Podcast und sobald es in so eine Geschichte geht, ja, sobald jemand sagt, ja, da war mal ein Mann und so oder eine Frau und dann gehen sofort alle Alarmglocken an, im positiven Sinne, also dass ich völlig wie so ein Schwamm, ne, plötzlich geht da was im Gehirn auf und dann nimmt man das viel eher auf. Deshalb liest man ja Kindern auch Märchen vor und so weiter. Also die Geschichten, das Menschen brauchen Geschichten, so. Und das hast du toll hier zusammengefasst und zusammengebracht, auch mit diesem auch praktischen Teil, aber eben auch dieser, warum eigentlich, warum? Warum will ich aufräumen? Oder warum überhaupt? Ja, was will ich denn überhaupt? Ja, diese ganzen ja, Warum-Fragen, die sich dahinter so verbergen, genau. Räum dich glücklich. Kann man sich glücklich räumen? Meinst du, dass... dass das alles ist, was man braucht. Ich finde es so lustig, ich muss so lachen, weil ich fand ja den Titel am Anfang ganz furchtbar, um ganz ehrlich zu sein, als der Verlag mir den Titel vorgeschlagen hat. Und ich dachte, Räumen, das hört sich so schwer an, so nach Arbeit und so schwer, so rumräumen. Jedoch ist es natürlich kurz zusammengefasst, letztendlich die Essenz des Buches. Im Buch ist der Ansatz schon, du beginnst ja eher im Buch im Außen und durch die Reflexion kommst du dann nach innen. Man kann das Gleiche natürlich aber auch umdrehen und kann sagen, ich durchlaufe eine Reise im Innen und dann passe ich mein Äußeres daran an. Dazu gibt es auch noch ein extra Kapitel im Buch. Deswegen würde ich sagen, ja, im Endeffekt räumen ist dann sehr, wie nennt man das, ein physisches Wort, aber auch innerlich räumt man ja, wenn man Gedanken aufräumt. Mhm. Zum Beispiel heute Morgen habe ich mich nach dem Aufwachen hingesetzt. Ich hatte irgendwie letzte Nacht Albträume, weil ich das Gefühl habe, meine To-Dos, ne? Oh, ich weiß schon gar nicht mehr. Und dann habe ich nochmal alles aufgeräumt, meine Listen, mein Trello, was ich dafür nutze. Und ich fühle mich seitdem jetzt schon wieder so gut, einfach weil ich meinen Kopf geräumt habe und auch losgelassen habe von Dingen, wo ich gedacht habe, das To-Do ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Deswegen, um noch mal kurz zu antworten, ja, ich glaube, man kann, wenn man möchte, sich glücklich räumen. Ja, ja, das glaube ich ja natürlich auch, sonst würde ich ja diese Arbeit auch nicht machen. Nee, absolut, nee, das ist sehe ich ganz genauso. Und wenn man das so, das ist ja dann so ein Gewirr im Kopf, ne, was man da auch so, gerade nachts, was sich da so ansammelt. Manche haben ja dann eben auch ein Notizbuch oder so neben sich zu liegen, um einfach das aufzuschreiben, um dann wieder Ruhe zu finden, auch in der Nacht. Aber das merkt man ja immer wieder, wenn man die Steuererklärung endlich fertig hat, dann fühlt man sich wie so eine Superwoman. Das ist so ein befreiendes Gefühl. Das ist einfach ein Glücksgefühl, was dann entsteht, wenn man ja diese, also das, ja, man hat natürlich Papiere weggeräumt, aber man hat auch gleichzeitig das im Kopf, diesen Batzen weggeräumt, zu sagen, du musst noch die Steuererklärung machen. Ja, total. Und die Finanzen hat man auch wieder aufgeräumt. Richtig, genau. Also das ist ja so, dass so dieses, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das irgendwo mal hatte, also auch so als Spruch, dieses, ja, räum einfach dein Leben auf. Ne? Also man, irgendwo räumt man durchs äußere Räumen auch sein ganzes Leben auf. Weil man eben mit diesen Bereichen, die man aufräumt, immer auch so ein Thema mit aufräumt. Also wie du das gerade gesagt hast, so Steuererklärungen, Papiere, wer das in Art hat und in Ordnung, das war bei mir früher ganz, ganz schlimm, also wirklich meine größte Baustelle. Und seitdem bin ich einfach besser mit meinen Finanzen und habe mehr Überblick. Und ich glaube, es hat mir auch beruflich ganz viel gebracht, dass ich da mehr Klarheit habe darüber, was ich eigentlich will und was nicht, durch dieses Auseinandersetzen mit meinen Papierunterlagen. Klar, klar. Na klar, und kann ich mir sehr gut vorstellen, weil du dann ja auch siehst,
oh, da habe ich so und so viele Stunden zum Beispiel für gearbeitet und das ist am Ende dabei rausgekommen, monetär, und dabei hat es mir gar nicht so viel Spaß gemacht. Lohnt sich das überhaupt für mich? Solche Sachen, das kann man ja nur reflektieren wieder, wenn man sich wirklich hinsetzt und das mal aufschreibt und mal guckt und sich das genau anschaut. Es kommt ja nicht aus dem Nichts, ne? Das muss, da muss man sich schon mal mit beschäftigen, da muss man schon mal aufräuben auch, ne? Das ist ja wirklich. Oder so. Denn das hast du vielleicht ja auch schon im Coaching, wenn man plötzlich Sachen wiederfindet. Also ich hatte schon eine Kundin zum Beispiel, die hat dann Sachen wiedergefunden, meinte, oh, das wollte ich eigentlich immer mal machen. Das war ein Kurs, den habe ich angefangen und ich habe den damals gemacht, das war so toll. Keine Ahnung, dann kamen die Kinder und dann kam dies. Und dann haben wir das wieder gefunden und sie hat gesagt, ich will das aber gar nicht wegschmeißen, obwohl es ein alter Kurs ist. Ich will das eigentlich wieder aufleben lassen. Ich möchte das machen. Ich will eine Nebenselbstständigkeit aufbauen und das einfach mal ausprobieren. Und das ist ja auch das Tolle, dass man dann einfach Schätze wiederentdeckt, wo man dann merkt, ey, das ist dir doch eigentlich total wichtig und das soll mehr Raum bekommen in meinem Leben wieder. Also ja, es geht ja nicht immer nur ums, sag ich mal, wegarbeiten oder wegschmeißen und reduzieren, sondern auch um, boah, jetzt habe ich hier eine Sache gefunden, die soll mehr Raum bekommen. Ja, es geht nicht nur um Räume wie Badezimmer und Wohnzimmer, sondern es geht auch um Lebensräume, ne, die man sich wieder schaffen möchte oder die vielleicht lange verschlossen waren. Das kann man ja tatsächlich auch so bezeichnen. Und dann geht das wieder auf, weil eben, ja, die sind die Kinder aus dem Haus und plötzlich hat man wieder diese Möglichkeit, auch Dinge zu machen, die lange im Argen lagen, aber die einem schon wichtig sind auch, ne? Ja, das oder ich hatte auch mal jemanden, der hat die alten Unterlagen behalten von einer alten Stelle, die er hatte. Und er hat gesagt, ich bin immer noch ein Lehrer. Ich bin für alle in der Familie und für mich selbst, ich bin immer noch der Lehrer. Und ich habe diese alten Schulbücher und die alten Sachen und ich will das aber eigentlich gar nicht mehr. Und ich bin ja auch schon ausgestiegen, aber irgendwas hält mich da immer noch so zurück. Und dann haben wir da so wie so eine Art, also habe ich ihm vorgeschlagen, so ein Ritual zu machen und das wirklich so loszulassen. Physisch eben auch. Und dann, wie auch immer, ich weiß am Ende gar nicht, ob er es dann verbrannt hatte oder wie er es gemacht hat oder zerrissen. Aber dieses äußere Loslassen, dass er dann innerlich auch damit abschließen kann, dass es keinen Raum mehr in seiner Wohnung einnimmt. Mhm. Er sagt, nee, ich bin kein Lehrer mehr, ich will es auch nicht mehr sein, ich habe mich bewusst dagegen entschieden und deswegen darf ich diese Vergangenheit auch hinter mir lassen, darf das raus aus meiner Wohnung schaffen. Mhm. Und da war jetzt ein gutes Beispiel, wie er eigentlich innerlich angefangen hat und hat dann aber das Äußere nachgezogen, dass das eben auch so rum genauso funktionieren kann. Ja. Oder wie, du hast eine Trennung, aber hast, oh, das hatte ich ja auch mal, oder nicht normal, öfter den Fall, und dann sind immer noch die Sachen vom Ex da und er holt die nicht ab. Der holt die nicht ab. Und wie willst du denn ruhig schlafen, wenn in deinem Schlafzimmer in dem Schrank immer noch die Klamotten von deinem Ex sind, mit denen du bitterlich auseinandergegangen bist, den du eigentlich vergessen möchtest? Das, also wie willst du da gut träumen oder einen neuen Mann in dieses Schlafzimmer lassen? So, ne? Das ist ist ja auch eine Verantwortung, die du immer noch dir selbst aufbürdest. Also da ist jemand, da ist eine Beziehung auseinandergegangen und der schafft es nicht, aus welchen Gründen auch immer, die Sachen abzuholen. So, das heißt, der überlässt dir diese Verantwortung, dich ständig damit auseinandersetzen zu müssen, weil die Sachen noch in deinem Schrank hängen, ja. Und auch da so Nein sagen zu lernen und zu sagen, ich glaube, das ist auch ein Kapitel in deinem, oder ein, zumindest habe ich es gelesen, zu lernen und zu sagen, pass mal auf, also entweder jetzt hier bis Dienstag 17 Uhr holst du es ab, oder ich bring's halt zur BSR oder was weiß ich nicht, ne? Also da auch eine Verantwortung für sich selbst übernehmen und nicht so da so Larifari immer, denn damit verbringen wir viel in unserem Leben, mit viel Larifari, dass man da auch mal sagt, nee, pass mal auf, jetzt, das ist jetzt Schluss. Also das möchte ich nicht mehr. Weil wie du sagst, du kommst ja nicht aus dieser Geschichte raus, ja? Ja, und das hat auch was mit, das hatten wir eben schon in unserem kleinen Vorgespräch, dass wir Eigenverantwortung übernehmen. Weil es gibt viele Menschen, die sagen, ja, das ist halt so, oder ja, das kann ich jetzt nicht ändern, oder er hat es jetzt hier gelassen. Also, ne? Und dass man aber wieder in diese Selbstermächtigung, und ich benutze so, ja, ist ein tolles so, Wort. Ja, Selbstermächtigung, und ich benutze wirklich mit Absicht auch ermächtigen, also Macht, weil es dir die Macht gibt, dein Leben zu ändern. Wenn du erkennst, dass du es kannst, du hast diese Möglichkeit, du hast die Eigenverantwortung und du kannst selbst wirken. Und nichts ist einfach nur passiv. Man ist nicht das Opfer seines Lebens. Und das heißt nicht, dass man nicht auch sich schwach fühlen darf, nicht weinen darf,
weißt du, nicht am Boden sein darf. Im Gegenteil, ich sage immer, lass das raus, lass das zu. Und da habe ich ja auch ein Kapitel im Buch, was jetzt meine Geschichte betrifft. Ich war ja auch nicht immer so selbstbewusst wie heute oder so mit mir im Reinen wie heute. Mhm. Und das ist ja auch ein Prozess. Aber dann irgendwann an den Punkt zu kommen, wo man sagt, so, und jetzt reicht's. Und jetzt ändere ich das aber, weil ich kann es doch verändern. Und ich mache es jetzt einfach. Und da gibt es kein Ja-Aber, sondern es wird einfach gemacht. Und in dem Moment, wo man das tut, das gibt einem so einen innerlichen Push und so eine wirklich, ja, so ein empowerndes Gefühl, dass man auf einmal merkt, wow, ich bin so richtig in einer Transformation. Ich kann ja mein Leben echt lenken und bestimmen. Ich bin ja gar nicht nur der Hamster im Rad, sondern ich kann hier Entscheidungen treffen. Und das ist das, was die Menschen auch dazu bringt, wirklich sich seelisch und psychisch auch viel besser zu fühlen und gesünder zu fühlen. Ja, toll. Das war wirklich eine sehr schöne Zusammenfassung von genau diesen Prozessen, die ablaufen und die bestenfalls ablaufen, ne? Dass man sich selbst ermächtigt und dann sagt, hey, jetzt ist aber wirklich mal Feierabend. Ich mache das jetzt so, wie ich denke, dass es richtig ist. Genau, wunderbar. Und das ist auch ein Prozess. Also ich habe eben auch versucht, in dem Buch, es gibt ja auch diese Kick-Ass-Bücher, die halt von vornherein so Zeigefinger heben und sagen, so, und jetzt heb deinen Arsch hoch und jetzt mach's einfach, weil wenn du es nicht machst, dann ist es einfach, dann ist deine eigene Schuld. Ne? Es gibt ja solche Bücher, die viele auch motivieren. Ich habe es ein bisschen, sag ich mal, vorsichtiger formuliert, weil das ist eine Reise und keiner muss irgendwie von Anfang an voll alles schaffen und dabei sein und ja, und jetzt bin ich hier nach einem Kapitel und jetzt habe ich hier einen Raum gemacht und jetzt bin ich ein ganz anderer Mensch. So läuft es meistens auch nicht, sondern das ist wie so eine Bergtour, ja, wie so ein Bergaufstieg und man hat da einfach immer Etappen wie bei der Tour de France, ja, da gibt es halt die steileren Etappen, die schwierigeren, wo man auch echt zwischendurch mal denkt, boah, gerade habe ich auch mal nicht so Lust, das ist anstrengend, ja, weil Veränderung ist ja auch immer anstrengend. Sehr irgendwo. Anstrengend, ja. Macht vielleicht auch manchmal Angst, kann auch aufkommen, Unsicherheit, wenn ich weiß, was passiert dann, wenn ich jetzt diese Schritte gehe oder was lauert da hinter der nächsten Kurve. Aber das Wichtige ist eben immer so dran zu bleiben, einfach zu sagen, ja, und das ist okay so. Also das ist jetzt gerade dieser Part der Reise und der ist vielleicht auch anstrengend, aber es ist okay. Und ich bewege mich aber weiter vorwärts. Und wenn ich mal langsamer laufe, laufe ich langsamer. Wenn ich mal ein Stück habe, wo ich so richtig durchrausche, das hast du ja vielleicht auch bei KundInnen, dass die manchmal so voll im Flow sind oder machen die so richtig viel und schicken dir ganz viele Bilder und denkst so, yes, bleib dabei. Dann gibt es wieder eine Phase, wo die sagen, du, 2 Wochen war hier tote Hose. Ja, 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 ja. Und das ist normal. Aber wichtig ist einfach dieses mit sich selbst gut sein, achtsam sein, sich lieb haben und stolz darauf sein, dass man, wenn man in 2 Wochen nur einen Minischritt gegangen ist, aber das ist immer noch dranbleiben, und nicht eben komplett aufgeben. Ja, klar, das, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, echt so das Wichtigste. Manchmal braucht man auch Kick-Ass-Bücher, aber im Großen und Ganzen ist natürlich auch dieser ganze Transformationsprozess so komplex, weil natürlich auch nur, wenn man ja auch nur selbst wissen kann, was man erlebt hat. Und oftmals weiß man gar nicht, was einen dazu bewegt oder davon abhält, Dinge zu tun. Das ist ja ganz oft im Unterbewussten, im Verborgenen, dass man gar nicht sich einfach nur fragt, ich habe gar keine Lust, ich weiß gar nicht warum. Und deshalb glaube ich auch, so ein Prozess, der braucht einfach seine Zeit und ganz viel Reflexion und Großzügigkeit sich selbst gegenüber auch, ne? Und auch die Fähigkeit, in so eine Resonanz zu treten. Kann ich das heute? Kann ich das heute? Ja, manche Soziologen nennen das auch sich anrufen lassen. Ja, da gibt es irgendwie, habe ich den Namen vergessen. Kann ich mich heute anrufen lassen im Sinne von, schaffe ich das heute? Spricht da was zu mir, zu meinem Unterbewusstsein? Und das ist nicht jeder Tag gleich. Das ist völlig klar, ne? Ja. Ja, das finde ich, also ich bin auch immer eher diejenige, die da mit großem Herzen versucht, anderen gegenüber zu sein. Und weil ich weiß, es gibt auch Leute, die sind einfach körperlich nicht in der Lage, so lange, ne, das auszuhalten. Ja. Wenn man älter ist zum Beispiel, dann kann man nicht mehr 5 Stunden aufrollen. Das ja, oder es kommt halt wirklich, keine Ahnung, selbstständig 2 Kinder alleinerziehen. Ja, zum Beispiel. Also da ziehe ich meinen Hut. Also das klar, ist absolut. Und dann auch sagen, jetzt rufe ich auch noch so ein Projekt nebenbei. Ja. Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Oder Depression ist ja auch gerade ein Thema, was ja einfach leider immer noch mehr zunimmt, also jetzt auch pandemiebedingt.
Und das auch. Also ich bewundere jeden, der in einer Depression ist und sagt, fange aber mit sowas an, weil mir eben aufgefallen ist, dass auch wirklich bei depressiven Verstimmungen, ich empfehle natürlich immer noch Therapie, weil ich da auch eine krasse Grenze setze zwischen Coaching eben und Therapie. Also es ist natürlich wichtig, dass man das macht. Mhm. Aber mir ist aufgefallen, dass es wirklich hilft. Also dass das auch jemanden, der so das Gefühl hat, ich habe so einen Kontrollverlust oder ich spüre irgendwie gar nicht mehr mich selbst oder alles ist egal oder ich habe auch das Gefühl, ich habe so null Antrieb, dass dieses im Äußeren was machen und aufräumen oder loslassen, aussortieren, dass das total viel Energie bringt und auch wieder so eine Selbstermächtigung und auch so durch, denke ich mal, diesen optischen Effekt, dieses Vorher-Nachher allein schon so befriedigend ist, dass man wieder sowas geschafft hat. Und das kann ich gerade Menschen, die so ein bisschen, sag ich mal, ja, so ein bisschen schnaufen sind. Zweifeln sind vielleicht auch so gerade. Oder Schwierigkeiten haben, ja. Also so, geht nach innen und probiert es mal aus. Das ist echt, kriege ich sehr viel gutes Feedback dafür. Ja, das fand ich auch eine ganz tolle Stelle in deinem Buch, Räum dich glücklich, dass du das auch aufgreifst, genau dieses Thema mit den depressiven Verstimmungen. Und das ist auch so ein bisschen Wechselwirkung, würde ich sagen. Du hast vorhin gesagt, man kann erstmal anfangen von außen und kommt dann so ein bisschen, kommt den Schichten der Zwiebel, ich meine, dem Zwiebelkern etwas näher, aber genauso auch andersrum. Ja, da ist eine depressive Verstimmung, da weiß man ja, dass man eher ein bisschen im Chaos oft versinkt, weil es eben gerade vielleicht alles nicht so gut läuft. Und da anzufangen und zu sagen, komm, ich mache mal ein bisschen was und da von außen nach innen wieder ein bisschen zu arbeiten. Ja, das fand ich einen guten Denkansatz hier bei dir im Buch. Du schreibst auch in diesem Zusammenhang, dass man so eine Selbstwirksamkeit wieder erfährt, ja, dass man also wieder spürt, ich kann das doch. Ich kann nicht nur depressiv im Bett liegen, ich kann auch, habe auch meine Küche im Griff. Ja, ja. Ja. Das ist aber, wie gesagt, inspiriert wirklich einfach von den Menschen, die ich kennengelernt habe. Weil ich dann gesehen habe, es funktioniert. Mhm. Und es hat es ist wie so ein kleiner, eine Murmel, sag ich mal, die ins Rollen kommt. Und aus dem Murmel wird halt irgendwann immer größerer Stein, der rollt. So ist es wie bei allen anderen Themen im Buch auch. Also ich habe die einfach nur beobachtet, ne? Dinge, die da passieren, diese magischen Dinge des Aufräumens. Mhm. Und habe dann auch eben versucht zu überlegen, ja gut, wenn man mal in die Psychologie guckt, wo findet man da auch vielleicht eine Erklärung dazu? Es ist natürlich nicht super wissenschaftlich geschrieben. Wir sind auch immer noch bei GU und bei Ratgeber. Also ich würde da gerne, ehrlich gesagt, auch mal mehr drüber schreiben und mit richtig Zahlen, Daten, Fakten und Studien. Aber das war jetzt im Rahmen des Buches jetzt nicht der Fokus. Und da eben auch wieder einfach Das Machen ist viel wichtiger als das Lesen. Ja, natürlich, unbedingt. Also Machen ist immer, also man kann ganz viel rumtheoretisieren und viel wissen, warum und wieso, weshalb, aber am Ende, wenn es ums Aufräumen geht, dann nutzt einem auch die besten, also 20 Aufräumbücher und nicht aufräumen, funktioniert auch nicht. Ne? Deswegen ist das für mich auch immer wichtig, da so eine gesunde Mischung zu haben. Schon, mich interessieren Theorien auch sehr, aber am Ende muss man aufstehen und das machen. Ja, ich habe eine auf Instagram, eine ganz liebe Dame, die hat mir geschrieben, meinte, Annika, ich habe dein Buch angefangen zu lesen und ich bin ehrlich, ich habe es dann weggelegt, weil ich habe direkt angefangen. Und seitdem komme ich zu nichts anderem mehr. Ich bin nur noch am Aufräumen. Oh, ich habe so Blut geleckt. Und dann hat sie mir Fotos geschickt, wie sie so Sachen schon gemacht hat und ist da gerade voll drin. Meinte, du, ich bin immer noch nicht weitergekommen zum Lesen. Da sage ich, das ist Wurst, dann leg das Buch weg, räum lieber auf. Das ist genau richtig so. Ja, genau so, das ist genau richtig. Also besonders beim Thema, wenn es um solche Themen geht, wie Aufräumen, ja, wie Sachen in ja. Griff zu kriegen, ins Tun kommen. Ich meine, das ist ja auch etwas, was immer gesagt wird. Das ist ja, ich glaube, eher so, dass viele Leute sehr viel rumtheoretisieren und nicht ins Tun kommen. Eigentlich müsste ich den Job wechseln oder ich müsste mal einen Podcast anfangen oder ich müsste mal ein Video machen oder einen YouTube-Kanal oder so. Ja, das ist weil du machst dir ja immer Vorwürfe. Und das haben mir auch ganz viele Menschen beschrieben. Das erzähle ich auch im Buch, wie dieses Unordnung im Außen einem auch wie so kleine Vorwürfe macht.
Also so, die eine Kundin, ich glaube, das ist auch ein Buch, bin ich mir gerade nicht 100% sicher, die hat gesagt, ich sitze dann abends auf der Couch und dann sprechen die Sachen zu mir. Und dann sagen die, räum mich weg, räum mich weg. Und ich will aber einfach nur mich entspannen und ich kann nicht, weil die Sachen zu mir sprechen. Oder erledige mich. Ja, so wie so ein schlechtes Gewissen die ganze Zeit um mich rum. Dann hat sie gesagt, ich kann da gar nicht runterkommen. Und ich wünsche mir eigentlich die Wohlfühloase, wo ich nach Hause komme und hier ist so mein Safe Space, wo ich mich gut fühle und nicht noch ein schlechtes Gewissen gemacht bekomme. Und ne, das ist ja eben dieses, da gibt es auch diesen Spruch, machen ist wie reden, nur krasser. Genau, ja. Sehr schön. Oder machen ist wie planen, nur krasser. Also ja. Nee, das ist es wirklich. Ne? Das ist, wir sprechen über so viele Sachen und das ist ja auch wichtig, aber das muss auch einen Punkt geben, wo man wirklich mal sagt, so jetzt, heute. Und nicht so diese, das ist auch typische andere Felder, die es betrifft, so ab Montag esse ich weniger, ab Montag mache ich Diät oder irgendwie so oder ernähre ich mich anders. Das ist immer so ein Gespinst, aber wird nicht zur Realität, weil man, da kommt wieder irgendwas dazwischen und dann muss man andere Sachen machen und dann war es schlecht und Wetter war auch nicht gut und so. Also man muss, ja, ich sage das jetzt so, man muss anfangen, man muss machen. Und das ist ganz toll, was dein Follower da beschreibt, dass sie sagt, sorry, kann jetzt nicht mehr weiterlesen. Ich muss jetzt erstmal machen. Ich will machen. Super. Ja. Oder jetzt mit deinem Podcast. Ich finde es so geil, Podcasts zu hören beim Aufräumen. Weil wir räumen ja auch noch auf. Manche sagen unbedingt. Ich brauche das. Räumt ja gar nicht mehr auf, aber man macht ja immer noch die kleine Unordnung des Alltags, räumt man ja immer noch weg oder putzt. Und da zum Beispiel sowas zu hören wie dein Podcast, es geht doch nicht besser. Du bist die ganze Zeit, du bekommst Infos, bist motiviert, bekommst aber zusätzlich noch Infos und machst dabei was. Ja. Und ich finde, das ist so ein geiles Ritual, wenn man sagt, ich mache jetzt meinen Podcast an und jetzt mache ich wieder ein bisschen weiter oder fange eben an. Definitiv. Das ist so eine Empfehlung, die ich jedem geben kann. Oder wenn heute welche zuhören, die sagen, ich bin ja auch ein bisschen inspiriert, dass ihr jetzt, genau jetzt, ich sage jetzt, den ersten kleinen Minischritt macht. Ja, den leichtesten, kleinsten Schritt, der aber schon ein Machen ist. Und wenn das nur ist, dass ihr euch gerade mal euren Terminkalender vornehmt und euch dann einen Termin eintragt für euch selbst, wo ihr wieder weitermacht mit einem Projekt, wo ihr Bock drauf habt oder was ihr angehen wollt, dann macht es genau jetzt. Pause machen und machen. Oder weiterlaufen lassen, aber trotzdem machen. Ja, unbedingt. Ich bin auch großer Fan davon, Podcasts nebenbei zu hören und Sachen zu machen. Und da kann man ja auch schön strukturieren, ne, dass man sagt, oh, der geht jetzt eine halbe Stunde. In der halben Stunde mache ich das und das und das. Ja, so, das finde ich gut. Das ist ja, ich brauche das auch immer, um mich da so ein bisschen zu fokussieren, auch zu sagen, okay, jetzt, solange ich das jetzt höre, zum Beispiel, mache ich jetzt nur die Küche oder nur, was auch immer, die Wäsche oder so, alle die tollen Sachen, nicht, die so jeden Tag anfallen. Ja, genau. Dann fand ich noch einen Aspekt in dem Buch ganz spannend irgendwie, also, dass du das in Zusammenhang mit dem Aufräumen gebracht hast, und zwar die Prokrastination, die uns auch allen bekannt ist. Da gibt es bei mir im Podcast auch so einige Folgen, weil die mich auch immer wieder einholt und ich da Sachen vor mir herschiebe. Und dass du so schreibst, also nach dem Motto, man würde künstlich eine Unordnung erhalten, um sich nicht um die wirklich wichtigen Dinge zu kümmern. Ja. Das ist wirklich spannend. Also das dachte ich so, die hat recht. Das ist so. Also ich nehme mich da auch gar nicht aus, aber das ist tatsächlich so. Ja, also unangenehmer Mist, wo man gar keine Lust drauf hat. Zum Beispiel die Steuererklärung. Ja. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen. Ja, also Selbstbetrug könnte man das auch nennen. Selbstsabotage. Ja. Also es wurde ja wirklich auch durch Studien belegt, dass Unordnung und Prokrastinationsverhalten, also diese Aufschieberitis, in einem sehr engen Zusammenhang stehen. Und das ist aber eine Wechselwirkung. Das heißt, wenn es im Außen unordentlich ist, neige ich noch mehr dazu zu prokrastinieren, also aufzuschieben. Das kann zum einen dadurch sein, dass ich gar nicht erst anfange, weil Unordnung im Außen mich schon so demotiviert, dass ich denke, ach, es sind so viele Baustellen, ich fange gar nicht erst an. Oder dass man eben
wichtige Sachen aufschiebt und anderes vorzieht. Das kennen so viele Menschen. Das war bei mir zum Beispiel in der Masterarbeit so, dass ich dann gesagt habe, oh nee, jetzt muss ich aber erst mal aufräumen und jetzt muss ich erst mal diese Sachen machen. Und mich eben um diese Unordnung gekümmert habe, anstatt um meine Masterarbeit. Ja, also das sind so diese beiden Wege. Dann kann man das Ganze aber noch umdrehen und kann eben sagen, okay, es ist nicht nur so, dass die Unordnung auf die Prokrastination wirkt, sondern auch, wenn ich schon prokrastiniere und bin in diesem Modus, wo ich aufschiebe, dann führt das auch zu Unordnung, weil ich eben das auch aufschiebe, dass ich dann sage, boah, das ist mir alles zu viel und dann stapelt sich immer mehr. Also, und diese Wechselwirkung kann eben dann so eine Negativspirale sein. Das Gute daran ist aber, dass wenn es eine Negativspirale geben kann, kann es ja auch eine Positivspirale geben. Das heißt, wenn ich eben anfange, an einer Schraube im Außen zu drehen und sage, nee, dann esse ich jetzt erstmal, kennst du dieses Eat the Frog first? Also ich fresse den Frosch zuerst. Ich mache jetzt das Schlimmste vom Schlimmsten zuerst und dann flutscht alles andere im Vergleich. Und auf einmal wird eben das andere auch leichter, wie das Aufräumen. Ja, ja, das ist, also das war mir auch klar, dass es so diesen Mechanismus gibt, aber dass du das nochmal so schön, also das fand ich wirklich auch so ein Aha-Moment in diesem Buch, das fand ich richtig gut, also so dieses, ja, ich baue mir eine künstliche Unordnung, sage ich mal, die ist natürlich schon organisch irgendwie gewachsen, aber ich gehe da gar nicht ran, weil, ja, wenn ich mich an die Masterarbeit setzen muss, da kann ich ja immer noch die Wäsche machen oder immer noch die Küche aufräumen. Das ist ja auch viel wichtiger gerade, weil ich muss ja dann nachher auch kochen und so und dann Masterarbeit geht auch noch morgen. Ja, das ist wirklich, da kann man sich auch selbst ertappen und sich auf die Schliche kommen, ja. Echt sehr, sehr, sehr gut, ja. Das Schöne ist ja auch, dass wir alle irgendwie uns da irgendwo mal wiederfinden. Also, und das ist ja auch was ich so, und du bestimmt auch oft gefragt wirst, dass, ja, sind wir nicht alle irgendwie super ordentlich? Also, gerade in Deutschland, und es sind nicht alle irgendwie ordentlich. Und das merkt man daran, du bist bei einer Kundin oder einem Kunden und dann sagen die so, ja, also bei mir ist ganz schlimm. Also, ich bin dein härtester Fall. Ganz, ganz schlimm. Und dann kommst du rein in dieses ganz schlimme Zimmer oder so einen ganz schlimmen Bereich und denkst so, ja und? Also ist doch gar nicht schlimm. Weil wir natürlich in diese ganzen Räume, wo sonst kein Besuch rein darf, wir kommen da ja rein. Wir sehen das ja alles. Und deswegen können wir auch viel besser vergleichen und sagen, du, das ist nicht schlimm. Fast jeder Mensch hat irgendwie so, oder viele Menschen haben eben ihre Ecken oder ganze Zimmer oder Bereiche oder eben auch ganze Wohnungen oder Häuser, wo es Unordnung gibt. Nur wir zeigen das nicht so gerne nach außen. Das ist irgendwie in unserer, weiß ich nicht, preußischen Ordnungstugend oder woher das kommt, einfach so verwurzelt. Und deswegen denken wir immer, wir sind ja nur so schlimm und die anderen, die kriegen das alle besser hin. Und da finde ich das, was du am Anfang gesagt hast, um mal hier so den Bogen zu schließen, richtig gut, dass eben bei Instagram viele immer nur diese ordentlichen Ecken posten oder dieses ganz besonders ordentliche optisch und man selber dann denkt, boah, also und ich krieg's nicht hin und ich bin der Loser, ich bin der Versager, so nach dem Motto. Und das finde ich daran eben so gefährlich. Also ich finde es immer noch schön, ich gucke mir selber auch manchmal gerne so Bilder an, aber einfach immer finde ich mit dem Wissen, es gibt nicht nur das. Ja, und es ist auch nicht immer so und bei keinem auf der Welt. Das glaube ich immer so aus. Das glaube ich auch auf keinen Fall, dass es bei irgendjemandem immer überall völlig ordentlich ist. Und wenn, ehrlich gesagt, dann ist mir das ganz suspekt. Also dann ist das schon, weiß ich gar nicht, wie viel ich da im Buch drauf eingegangen bin, wenn es dann halt zum Zwang wird. Ne? Also, ich glaube, das habe ich gar nicht so groß thematisiert, aber das gibt es ja auch. Also es gibt ja wirklich auch natürlich den Ordnungszwang. Und da ist mir auch aufgefallen, dass Menschen, die in so eine Richtung gehen, weil das hatte ich auch schon, dass sie eigentlich innerlich Angst haben, Kontrolle zu verlieren. Ja, ja. Also in anderen Lebensbereichen, gar nicht jetzt auf das Außen bezogen, sondern dass man innerlich so das Gefühl hat, ich will Kontrolle haben. Und dass man das durch diese äußere Kontrolle versucht herzustellen, dieses Kontrollgefühl. Und da sitzt aber eigentlich dahinter oft was eben, was dann doch das unser Seelchen betrifft. Dass das dann wahrscheinlich eher bei einem, das heißt wahrscheinlich, dass dann bei einem Therapeuten besser aufgehoben ist, da diese Zwänge und Ängste zu bearbeiten. Ne? Das ist wirklich ganz wichtig,
dass ja, das ist, hat mit diesen Zwängen ja immer sehr viel mit Kontrollverlust zu tun. Das war hochkomplex und deshalb würde ich da auch immer raten, sich da wirklich professionelle Hilfe zu holen. Denn das kenne ich tatsächlich auch. Da kommst du irgendwo hin und da ist es schon super ordentlich und du denkst so, okay, was soll denn jetzt hier noch werden? Aber das ist dann echt ein ganz anderes Thema, was da bearbeitet werden müsste, ne? Ja. Absolut. Sehr spannend. Also die Aufräumerei ist schon ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema und da gibt es ganz viele Bereiche im Leben, die man aufräumen kann. Auch so, was ich auch ganz spannend finde, ist zum Beispiel so Vorstellungen oder Erwartungen an sich oder an seine Kinder oder an seine Eltern oder was auch immer, da mal aufzuräumen und zu gucken, ist das alles realistisch und passt das alles, ne? Da irgendwie ständig neue Ausbildungen zu sammeln, weil man denkt, das muss ich noch machen, bevor ich dann wirklich mal ein YouTube-Video starte oder irgendwie so. Also auch da kann man ruhig mal aufräumen und sich ein bisschen ja, locker machen, ist immer so dahergesagt. Aber das sind schon alles so Bereiche, wo man durchaus auch mal hingucken kann und ein bisschen aufräumen kann und sich von so der einen oder anderen Vorstellung auch verabschieden kann und wegräumen kann. Vorstellungen, Glaubenssätze. Ja, ja. Da fängt es ja meistens schon an, ja, beim Glaubenssatz so, ich bin nicht genug oder ich schaffe das nicht oder das Leben ist schwer. Also, ne, da fängt ja meistens schon, daraus geht ja so eine ganze Einstellung auch aus. Und da kommen ja auch manchmal Leute, das hast du vielleicht auch, die dann sagen, ja, ich kann auch nicht aufräumen oder ich bin immer unordentlich. Ja, und da gehe ich dann auch ganz oft ran, dass wir sagen, okay, jetzt hören wir erstmal auf, das über uns selbst so zu sagen. Mhm. Also, und jetzt machen wir daraus mal einen anderen Satz. Ja. Und das eben versuchen zu ersetzen und sich von so alten Glaubenssätzen auch wirklich zu lösen oder die eben umzuformulieren. Ganz richtig. Hat meistens schon einen riesigen Effekt. Ja, na klar. Auf jeden Fall, denn Gedanken sind ja sozusagen die Vorreiter oder bedingen auch unser Handeln und so, ne? Und wenn ich hatte da schon Klientinnen, die sich wirklich wüst beschimpft haben selbst. Und das ist richtig, also richtig unangenehm, ja, für mich dann auch so. Und sich gedacht habe, nee, also so darf man mit niemandem reden und schon gar nicht mit sich selbst. Ja, mir tut das immer richtig mit. Ja, also ich fühle ja auch immer so mit. Ja, ja. Und ich habe dann auch letztens zu einer ganz lieben Kundin gesagt, du hörst jetzt mal auf, dich hier so fertig zu machen. Es reicht. Und hat sie mich angeguckt, so ganz, aber das war wirklich, weil das war so schlimm, wie sie sich fertig gemacht hat. Es reicht, du machst dich jetzt nicht mehr so fertig. Und sind wir da mal rein ins Thema und hat sie wirklich auch wirklich richtig geweint, weil sie dann gemerkt hat, krass, ja, da sitzt einfach was. Das kommt von ganz tief früher und wurde ihr dort immer so gesagt oder vermittelt. Und dass dann, wenn du da rangehst, ja, das löst ganz viel im Außen wie im Innen. Ja, das darf man auch wegräumen und aufräumen, ne? Auch diese bösen Beschimpfungen von irgendwelchen Lehrern, Eltern, wer auch immer uns da irgendwas eingeredet hat, ne? Das darf man durchaus aufräumen und ganz wegschmeißen oder verbrennen und loslassen unbedingt, ja. Wunderbar, Annika. So, dann würde ich sagen, haben wir das meiste besprochen. Es gibt natürlich noch vieles, vieles, was hier in deinem schönen Büchlein steht, was auch wirklich ganz wunderbar illustriert ist und so. Also das lege ich euch, meine lieben Zuhörerinnen, auch sehr ans Herz. Guckt da ruhig mal rein. Im GU Verlag erschienen, ich verlinke das auch alles unten in den Shownotes. Dieses tolle Buch, was wirklich auch ein Arbeitsbuch ist, auch wenn Annika das Wort nicht mag, aber es ist dann manchmal so ein Reisebegleiter, ein Reisejournal durch die Unordnung, in die Ordnung im Kopf und im Außen. Ganz schön illustriert, da kann man auch, ich habe da auch schon so meine Notizen drin gemacht, also wunderbar strukturiert aufgebaut mit noch schönen Geschichten, die das Ganze abrunden, im GU Verlag erschienen. Wie gesagt, ich verlinke euch das alles und ihr findet natürlich Annika wo überall? Annika, wo findet man dich noch sonst? Außer also soziale Medien, immer unter Annika Schwertfeger oder Annika.Schwertfeger. Und auf meiner Website annikaschwertfeger.de gibt es auch gerade die Möglichkeit, wenn man sich zum Newsletter einträgt, da gibt es so ein Reiterbuch, dass man da 5 Bücher gewinnen kann. Also es gibt über 5 Monate gestreckt pro Monat ein Buch zu gewinnen. Das heißt, wenn jemand sagt, bei mir ist die Kasse knapp, ich möchte gewinnen oder ich möchte halt eins haben mit einer Signatur drin,
dann oder einer kleinen Widmung, dann kann man damit machen. Wow, das muss ich auch nochmal mitmachen. Nee, ich lasse mir mal signieren von dir das nächste Mal, wenn wir uns in echt sehen, irgendwann vielleicht in 2022. Ja, ich glaube, ich weiß schon, wann wir uns mit Sicherheit sehen. Toll, signiertes Exemplar von dir, wenn man sich da einträgt. Und ja, was du schon gesagt hast, ne, im Social Media überall. Wir haben ja auch eine Facebook-Gruppe, da könnt ihr auch gerne reinkommen. Die verlinke ich euch auch nochmal. Oh, ja. Das ist auch ganz toll. Da habt ihr auch noch die anderen tollen Kolleginnen von uns, die da mitmachen. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich dir ein ganz wunderbares 2022, kann man ja noch sagen, im Januar. Und dass das Buch ein richtiger Knüller wird. Ein richtiger Schlager, ein Aufräumschlager. Und ja, dann sage ich tschüss und bis bald, liebe Annika. Dankeschön. Es hat richtig Spaß gemacht, wie immer. Ich mag einfach die spontan und, sag ich mal, organisch und eben auch authentisch du das machst. Das ist, da schwinge ich direkt mit und freue mich riesig, dass wir das zusammen heute machen durften. Dankeschön. Das kann ich nur zurückgeben und ja, und sage tschüss, bis in 14 Tagen. Tschüss. Tschüss. Meine Lieben, ich hoffe, ihr habt das Interview mit Annika Schwertfeger genossen. Ich fand, es war mit Leichtigkeit unglaublich viel Information, als ich es im Nachhinein nochmal angehört habe. Ich möchte euch noch auf eine Sache hinweisen, und zwar gibt es jetzt im Frühjahr passend zur Jahreszeit, Frühjahrsputz und so, ihr wisst Bescheid, wieder Kurse an den Berliner Volkshochschulen. Die Termine findet ihr auf meiner Webseite danielaslesak.com und ich würde mich sehr freuen, den einen oder anderen dort begrüßen zu dürfen. Also geht auf meine Webseite und folgt mir auch ruhig auf Instagram. Mit dem Newsletter, da komme ich nicht mehr so hinterher, weil es sind einfach zu viele Baustellen. Aber ich denke, wir hören und sehen uns ja so auch in Social Media. Und vergesst die Facebook-Gruppe nicht. Ja, und ich sage tschüss, bis in 14 Tagen.